Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Brawl Stars Video. In diesem Video werden wir uns mal meine Top 10 Lieblingsbrawler in Brawl Stars anschauen. Also die Brawler, mit denen ich am liebsten spiele, von allen 29 Brawlern eben. Wir haben eine Platzierung von Platz 10 bis zu Platz 1. Platz 1 ist der Lieblingsbrawler, mit dem ich am liebsten spiele, Leute. Und ja, wir haben das Ganze nämlich schon mal so ähnlich gemacht. Hier ist jetzt auf jeden Fall nochmal eingeblendet die Top 10 meist gehassten Brawler von mir, Leute. Das könnt ihr auch nochmal gerne abchecken bei der Infokarte. Und das ist jetzt quasi das Gegenteil. Das heißt, die Brawler, mit denen ich am liebsten spiele, Leute. Lasst doch jetzt schon mal ein Like da, wenn ihr die Idee cool findet. Und schreibt auch mal gerne in die Kommentare, ja, was sind eure 3 oder 5 Lieblingsbrawler oder auch 10, wie ihr natürlich Bock habt, Leute. Und ich würde sagen, wir starten einfach schon mal in hier Brawl TV rein und werden währenddessen schon mal dann mit der Platzierung anfangen, Leute. Also, ich bin mal echt gespannt, ob ihr mir da ungefähr zustimmen könnt. Und bei mir ist auf Platz Nummer 10. Das heißt, ich spiele mit diesem Brawler sehr, sehr gerne, aber es ist auch nicht mein Lieblingsbrawler. Tatsächlich ist auf Platz 10 bei mir Shelly, Leute. Ja, Shelly, muss ich echt sagen, macht ultra Bock. Einfach, wenn man die Ult hat und diese Gegner einfach One-Shot wegholen kann, Leute. In Showdown zum Beispiel, bei Alles oder Nichts zum Beispiel, dann wenn die in die Mitte reinkommen. Das muss ich sagen, bockt immer extrem. Auch generell Shelly, muss ich sagen, sehr, sehr starker Brawler. Im Nahkampf eigentlich so mit der stärkste Brawler von allen, muss man sagen. Eigentlich mit Abstand. Und ja, macht natürlich eh immer Bock, mit Brawlern zu spielen, die auch stark sind, Leute. Und ja, die Ult ist halt einfach geil, Leute. Sagen wir es so, wie es ist. Einfach ultra viel Schaden und Gegner One-Hit wegholen. Macht natürlich Bock. Machen wir mal weiter. Und zwar ist auf Platz Nummer 9 in meiner Liste tatsächlich die Kneipenschlägerin, Leute. Ja. Bibi ist tatsächlich hier auch in der Liste dabei, Leute. Wir sehen sie hier gerade auch in Action, genau. Muss echt sagen, Leute, dass die Kneipenschlägerin richtig, richtig Bock macht zu zocken. Vor allem mit der Star Power halt eben, weil sie ultra schnell ist und einfach dieser Knockback-Schlag, Leute, der macht ultra Bock. Auch mit diesem Roboter teilweise auf den Showdown-Maps zum Beispiel. Also das muss ich echt sagen, ist richtig, richtig geil und macht einfach mega Spaß zu spielen, diesen Brawler. Ich denke, den meisten von euch geht es da so ähnlich. Außerdem macht Bibi auch sehr viel Schaden. Irgendwie 2000 Schaden pro Hit oder so. Also ich weiß jetzt nicht auswendig, aber auf jeden Fall viel Schaden. Das macht also auch mega, mega Bock. Und machen wir, würde ich sagen, dann einfach mal weiter. Nämlich kommen wir mal zu Platz Nummer 8 jetzt, Leute. Und zwar haben wir auf Platz 8 Crow. Ja, Leute, auch Crow ist natürlich ein Brawler, den ich mega, mega gerne spiele. Der ein oder andere Legendäre wird vielleicht noch in der Liste dabei sein. Man weiß es nicht, Leute. Also, ja, Crow macht auf jeden Fall richtig Bock. Er war auch mal mein Lieblingsbrawler eine Zeit lang, aber mittlerweile dann doch nicht mehr so, weil er, ja, meiner Meinung nach doch nicht mehr so stark ist. Das erläutere ich gleich nochmal. Ja, Crow macht einfach ultra Bock mit seiner Ult in Gegner reinzujumpen oder auch abzuhauen und natürlich Gegner zu vergiften. Ist einfach ultra witzig, Leute. Sagen wir es mal so, wie es ist. Es macht schon mega Bock, einfach Gegner zu vergiften und sie die ganze Zeit zu nerven. Deswegen hier Crow auch in der Liste. Aber ich finde halt, er müsste einen Tick mehr Schaden machen oder einen Tick mehr Leben haben. Dann wäre er noch nicer als Brawler. Genau. Auf Platz Nummer 7 haben wir Dynamike, Leute. Auch Dynamike ist ein Brawler, der richtig, richtig geil ist. Macht mega Bock, ihn zu spielen. Finde ich jetzt auch, zum Beispiel Barley ist jetzt ein Brawler, wo ich sage, nee, der macht mir überhaupt nicht Spaß zu spielen, auch wenn er stark ist. Aber Dynamike macht einfach ultra Spaß. Entweder man nimmt halt die Star Power, wo man rumspringen kann, was natürlich eh witzig ist, oder kann auch einfach die Gegner mit dieser Bombe, mit dieser Ult von Dynamike immer richtig nice wegzuholen. Das ist halt auch richtig, richtig cool, muss ich sagen. Ja, deswegen muss ich sagen, dass Dynamike auch ein Brawler ist, der mir mega, mega Spaß macht zu spielen. Ich denke, euch geht es da ähnlich. Einfach generell Werfer, ne, über die Wand die Gegner zu holen, ist schon cool, muss ich sagen. Auf Platz Nummer 6 haben wir tatsächlich Spike, Leute. Den guten alten Kaktus. Der nächste legendäre Brawler hier in der Liste. Ja, Mann, also Spike, muss ich auch sagen, macht einfach mega Bock zu spielen. Einfach weil er ultra viel Schaden macht, Leute. Es ist so krass einfach, wie man diese Brawler immer wegholen kann. Sowohl aus der Distanz als auch aus der Nähe. Und das macht einfach mega Spaß. Ich finde jetzt seine Ult ist jetzt nicht so die spaßigste, sage ich mal, im Spiel. Aber generell er als Brawler macht halt echt mega Bock zu zocken. Und ist deswegen hier auch natürlich relativ weit oben in der Liste dabei. Ich denke, die meisten von euch haben Spike auch in der Top 10. Und ja, natürlich gibt es aber noch 5 weitere Brawler, die ich noch lieber spiele als Spike, Leute. Und das ist tatsächlich, es kommt jetzt ein Brawler, der ultra überraschend ist, glaube ich, für die meisten. Aber wir haben auf Platz 5 bei mir einfach mal Daryl, Leute.
Ja, Alter, obwohl ich finde, dass Daryl mit einer der schlechtesten Brawler tatsächlich ist, macht er halt ultra Spaß zu spielen wegen seiner Ult, Leute. Ich liebe es einfach, über Seen zu rollen oder auch in Gegner reinzurollen und sie dann zu holen aus der Nähe. Das macht mega, mega Spaß. Das ist zum Beispiel bei Bull eigentlich eine ähnliche Ult, aber bei Bull macht überhaupt keinen Spaß, finde ich, die Ult. Und bei Daryl halt schon. Das ist halt das Krasse. Und ja, natürlich hat man jetzt keine Chance gegen eine Shelly und auch meistens nicht gegen einen Bull, außer der Bull ist irgendwie schon angehittet. Aber was mir halt vor allem auch Spaß macht bei Daryl, wenn man in Gegner reinrollt, dass sie halt so einen kurzen Knockback haben und sich uns erst nicht schlagen können oder wie auch immer, oder schießen können. Und dass man dann es oft noch knapp schafft, die Gegner zu holen. Das ist ultra, ultra cool, Leute. Deswegen tatsächlich Daryl hier auf Platz 5. Also eigentlich ein nicer Brawler, aber müsste auch mehr Schaden machen und mehr, oder mehr Leben haben, eins von beiden, würde ich sagen. Wir haben auf Platz Nummer 4 den nächsten Brawler, den ich ultra gerne spiele, Leute. Und das ist jetzt wirklich auch ein Brawler, den vielleicht auch die einen oder anderen eher nicht erwarten würden. Und zwar Frank, Leute. Ja, ich muss wirklich sagen, Leute, Frank ist mit einer der Brawler, die wirklich auch am meisten Spaß macht im ganzen Spiel. Und das liegt echt daran, dass er einfach eine Ult hat, die mega, mega geil ist, indem er einfach die Gegner stunt quasi. Das macht halt ultra Bock, wenn man die erwischt, Leute. Man weiß schon, ja, Mann, jetzt habe ich dich safe gekillt. Und die Gegner, die können einfach nichts machen. Und ja, man kann auch natürlich viele Gegner auf einmal stunnen mit dieser Range von Frank. Und das ist halt, das macht echt Bock, muss ich sagen. Deswegen ist hier wirklich Frank auch verdientermaßen so weit oben in der Liste. Ich denke, die meisten werden das eigentlich genauso sehen, Leute. Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Und natürlich hat auch Frank sehr, sehr viel Leben. Deswegen macht er auf jeden Fall mega Bock zu spielen. Leider gibt es halt viele Brawler, die ihn gut auskontern können. Aber trotzdem macht er auf jeden Fall mega Spaß zu spielen. Und wir machen einfach mal weiter, Leute. Zu den Top 3 kommen jetzt einfach mal. Und ja, jetzt kommen halt auch wirklich Brawler, Leute, die ich halt auch sehr, sehr gerne schon auch schon sehr oft gespielt habe. Und zwar haben wir auf Platz 3 den guten alten 8-Bit, Leute. Ja, also neu rausgekommen, vor einem Monat ungefähr. Muss ich echt sagen, Leute, 8-Bit, mega, mega nicer Brawler. Er ist zwar sehr langsam, was ich natürlich nicht so, also das macht im ersten Moment nicht so viel Bock, dass er so langsam ist, aber einfach, weil er so viel Schaden macht und wegen seiner extra Star-Power, die am Anfang natürlich ultra OP war, das hat einfach ultra Bock gemacht, Leute, auch wenn es unfair war natürlich. Und die anderen waren natürlich sehr genervt, aber man selbst hatte ultra Spaß mit 8-Bit, das muss man wirklich sagen. Und er macht so viel Schaden, Leute, man hat einfach so gut die Gegner wegholen können dauernd, das ist echt mega nice. Und ja, also 8-Bit auch meiner Meinung nach einer der besten Brawler, den Supercell bisher rausgebracht hat. Ist halt jetzt einfach das Ding, dass er jetzt ein bisschen genervt wurde, seine Star Power, aber finde ich nicht schlimm, er macht immer noch viel, viel Spaß und ja, deswegen ist er auch hier auf Platz 3. Aber welche zwei Brawler gibt es denn da noch, die noch drüber sind, über 8-Bit, Leute? Ja, die einen oder anderen wissen es vielleicht auch schon. Wir haben auf Platz 2 tatsächlich die gute alte Piper, Leute. Piper, genau. Auch Piper, Leute, war wirklich auch lange Zeit mein Lieblingsbrawler. Liegt auch einfach daran, dass man mit Piper, also generell einfach Scharfschützen-Brawler machen einfach Spaß. Aber ich finde jetzt, dass Piper wirklich der ist, der am Abstand, mit Abstand am meisten Spaß macht, weil man einfach mega viel Schaden machen kann aus der Distanz. Und Leute, seid mal ganz ehrlich, es macht doch einfach Bock, die Gegner wegzusnipen, wenn sie schon irgendwie wenig Leben haben, Leute. Dann fühlt man sich immer so richtig nice. Oha, dich habe ich jetzt richtig weggeholt. Komplett OP, so nach dem Motto. Ihr wisst Bescheid, Leute, was ich meine. Man fühlt sich immer so richtig, richtig OP und Pro-mäßig, wenn man da Leute wegholt. Auch wenn es eigentlich nicht so krass ist, seien wir mal ehrlich, weil eigentlich muss man nur einmal treffen und macht schon ultra viel Damage, über 2000 Schaden eben. Und ja, somit ist das eigentlich nicht wirklich ein Skill-Brawler, könnte man sagen, aber macht halt eben mega Spaß, Piper zu spielen. Und wir haben aber auf dem Platz Nummer 1 einen Brawler, Leute, der natürlich für mich über Piper liegt, Leute. Und ihr wisst vielleicht schon Bescheid. Die einen oder anderen haben es vielleicht auch schon in die Kommentare geschrieben, wer es sein könnte, Leute. Und um uns Platz Nummer 1 anzuschauen, gehen wir hier sogar mal raus, Leute. Und ich zeige euch direkt mal, wer Platz Nummer 1 ist. Und zwar ist es natürlich der Nita, Leute. Ihr wisst Bescheid, Mann. Richtig, richtig geiler Brawler. Leute, Nita, der gute alte Kämpfer. Ihr wisst, dass das genau dasselbe ist wie mit Sandy. Also da steht halt Kämpferin, obwohl es Kämpfer ist.
Männlich natürlich auch in dem Fall nochmal anzumerken. Hier seht ihr es ja auch bei Sandy. Genau, also der Nita ist auf jeden Fall, muss ich sagen, mit dem Bär halt ein mega, mega cooler Brawler, Leute. Es macht auch einfach Spaß, würde ich sagen, so einen zusätzlichen Kämpfer mit sich dabei zu haben. Das hat auch kein anderer Brawler. Das ist so ähnlich wie ein Geschütz, könnte man sagen, aber halt, ja, ein Brawler, der halt mitläuft. Und das ist halt mega nice. Nita macht zwar nicht den meisten Schaden im Spiel, aber durch den Bär, ja, wo sie sich auch gegenseitig healen, also gerade mit der Star Power Symbiose finde ich das eben mega, mega cool. Macht das halt echt Spaß, Leute, so zusammen zu zweit auf dem Brawler halt drauf zu gehen, sozusagen mit dem Bär. Ja, und deswegen muss ich sagen, mit Abstand bei mir auf Platz 1 natürlich der Nita, Leute. Schreibt nochmal gerne in die Kommentare, Hashtag der Nita, ihr wisst Bescheid. Und ja, Leute, ich würde mich echt freuen, wenn ihr nochmal ein Like auf dieses Video da lasst und ein kostenloses Abo auf meinem Kanal hinterlasst. Und ich würde mich echt interessieren, was eure Lieblingsbrawler sind. Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare rein. Damit würde ich sagen, das war's dann mit dem heutigen Video und ciao.